zusammen. Heute sind wir unterwegs mit dem BMW 540i X-Drive Luxury Line. Da muss man schon ein bisschen anbauen, um den ganzen Namen des Fahrzeugs aufs Papier zu bekommen. Fakt ist aber, dass die aktuelle 5er-Reihe seit ihrer Vorstellung im Sommer 2017 bislang 600.000 Mal verkauft wurde und damit einer der zentralen Renditenträger von BMW ist. Im vergangenen Sommer hat die 5er-Reihe einen Facelift bekommen. Bei BMW nennt sich das LCI für Life Cycle Improvement. Muss ja schön Englisch sein. Und wir gucken heute mal, wie sich der überarbeitete 5er anstellt. Also, auf geht's! Ja, jetzt sind wir unterwegs im BMW 540i Touring. Mit Maske natürlich, denn ich bin nicht alleine im Auto, denn da hinten sitzt der Kameramann und zu zweit im Auto Maske, verstehen. Der 540 ist wirklich ein wunderbares Auto. Es ist eigentlich mehr ein Gleiter als ein Auto, das einen zum dynamischen Fahren animiert, was ich wirklich ganz gut finde. Denn Leistung hat der 540e. 333 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Allerdings sind das nur 50 Newtonmeter mehr Drehmoment als der Basis-Diesel, der 520D. Und es sind immerhin 200 Newtonmeter weniger als der 530D, der 6-Zylinder-Diesel. Und es fehlt auch so ein bisschen, finde ich, der Bums, der Druck beim Beschleunigen. Der 540 gibt seine Leistung eher mit der Drehzahl ab und nicht so aus dem Drehzahlkeller, obwohl das Drehmoment schon bei 1600 Umdrehungen maximal anliegen soll. Aber wenn man viel Diesel gefahren ist, ja, fehlt das eben so ein bisschen, dieses bullige, Geschmackssache. Wir sind unterwegs mit der Ausstattungsvariante Luxury Line. Dazu gehört, dass der Armaturenträger und auch hier die Mittelkonsole nicht einfach in Kunststoff ausgeführt ist, sondern mit einem Kunstleder bezogen ist. Man sieht hier auch an den Türen beispielsweise diese Nähte. Das macht einen sehr gediegenen Eindruck. Zur Luxury Line gehören auch die Holzeinlegearbeiten. Leder ist auch immer serienmäßig an Bord. In diesem Auto haben wir jetzt sogar Nappa-Leder. Das kostet noch mal 1000 Euro extra. Aber die 1000 Euro, die lohnen sich. Denn das normale Leder bei BMW, Dakota genannt, das macht eigentlich fast schon einen Kunstledereindruck. Das ist sehr, ja, steif und brettig. Und das hier, dieses Nappa-Leder, ist wirklich handschuhweich. Ganz toll, das ist wirklich Leder, wie es sein sollte. Lustiges Fact am Rande. Reihensechszylinder waren ja mal die Domäne und das Paradepferd von BMW. Sind sie immer noch. Die Motorlaufkultur ist sensationell. Aber ein 540i ist der kleinste 5er mit Reihensechszylinder. Alle anderen darunter, auch der 530i, haben einen Vierzylinder, einen aufgeladenen Vierzylinder. Aufgeladen ist der 3 Liter Sechszylinder auch im 540. Dass der 540 ein komfortabel ausgelegtes Auto ist, hindert ihn aber nicht daran, auf Wunsch ordentlich zur Sache zu gehen. Also so kleine Zwischensports macht er auch gerne. Über die Fahrdynamikregelung hier kann ich auch den Charakter etwas modulieren, in Sport oder Eco Pro. Beide Fahrprogramme kann ich mir sogar auch individuell konfigurieren, also ob das Fahrwerk dann etwas sportlicher abgestimmt ist oder das Getriebe sportlicher oder komfortabler schaltet, die Gasannahme direkter, indirekter ist, kann ich mir also auch noch einstellen. Aber es bleibt trotzdem ein komfortables Auto und ein Auto, das eher zum souveränen Gleiten anregt als zum Heizen mit dem Messer zwischen den Zähnen.
was ja auch angesichts der Verkehrsdichte heutzutage gar nicht so schlecht ist. Was wirklich erstaunlich ist, ist das hohe Komfortniveau dieses Fünfers. Immer, man hört eigentlich ein bisschen Windgeräusche, aber auch so ganz weit weg. Abrollgeräusche vom Fahrwerk sind jetzt nicht so besonders intensiv. Also das ist schon fantastisch. Also der Fünfer kommt definitiv einem Siebener näher, als dass der Dreier ihm nahe kommt. Das ist eigentlich wie so ein etwas geschrumpfter Siebener vom Fahrkomfort her. Auch die Materialien und überhaupt das ganze Ambiente hier im Inneren. Unser Testwagen ist ausgerüstet mit der adaptiven Dämpfung, die sich kontinuierlich an den Fahrstil des Fahrers anpasst. Also die Dämpfung wird ein bisschen fester, wenn ich flotter fahre und höhere Querbeschleunigungen zulasse. Beziehungsweise wird nachgiebiger, wenn ich wirklich so im Cruise-Modus unterwegs bin und ganz entspannt dahin gleite. Davon merkt man eigentlich gar nicht viel. Oder man nicht mal nicht viel, man merkt eigentlich gar nichts davon. Das ist aber das Gute. Das Einzige, was man merkt, ist, dass das Auto eigentlich sich immer so anfühlt, wie man es gerade gerne hätte. Das ist super. Wenn man es trotzdem etwas knackiger haben möchte, kann ich über die Fahrdynamikregelung bzw. über das iDrive-System von BMW die Dämpfung auch sportlich zum Beispiel verändern. Beziehungsweise auch wenn ich im Sportmodus fahre, kann ich komfortabel abgestimmtes Fahrwerk wählen. Ja, wir sind zurück beim AVD nach einer ausgiebigen Probefahrt, Testfahrt mit dem BMW 540i Touring. Und ich fühle mich immer noch, als wäre ich gerade eben losgefahren. Wir sind ein paar hundert Kilometer unterwegs gewesen, auch ein paar Stunden unterwegs gewesen mit den ganzen Dreharbeiten. Das mag vielleicht daran liegen, an diesen wunderbaren Komfortsitzen, die allerdings eine 2.300 Euro teure Option sind. Aber die lassen sich vielfältig verstellen. Nicht nur die Sitztiefe, also die Beinauflage lässt sich variieren, sondern auch die Seitenwangen der Rückenlehne. Ich kann eine Lordosenstütze einstellen. Die kann ich mir auch noch in der Höhe justieren, sodass sie genau da unterstützt, wo eben meine Lordose auch ist, meine individuelle. Also das ist wunderbar. Ist vielleicht auch an diesen super Kopfstützen, guck mal her, die kann ich mir nämlich so nach vorne beugen und dann schön mein Haupt drin betten, dann brauche ich den Kopf nicht mal gerade zu halten, das macht die Kopfstütze. Also, nein, das mache ich lieber nicht, sonst ist die Gefahr zu groß, dass man einnickt und ja, das Auto zu sehr genießt. Ja. Auch in der zweiten Reihe ist man wirklich gut untergebracht. Bei fast 5 Meter Länge ist das ja auch zu erwarten. Also ich habe weder Sorgen, meinen Knien die Rückenlehne in irgendeiner Weise berühren zu müssen, noch zu können. Noch auch seitlich habe ich genug Platz. Die Sitzfläche ist so lang, dass sie meine Oberschenkel gut unterstützt. Also auch für eine längere Autofahrt würde ich auch sagen, kann ich hier richtig gut verweilen und steige nicht aus, als hätte ich gerade einen ins Kreuz gekriegt.